Herzlich willkommen heute Abend zu unserem Energiedialog. Thema Gebäudeenergiegesetz. Was muss ich als Hausbesitzer dazu wissen? Ja, schon ein relativ spezielles Thema beim Gebäudeenergiegesetz, beziehungsweise auch eine bestimmte Gruppe, die wir hier im Vortrag behandeln, nämlich Hausbesitzer von Ein- und Zweifamilienhäusern. Das ist eigentlich die Zielgruppe, die wir heute Abend behandeln wollen. Der Punkt ist einfach beim Energiedialog, in der Vergangenheit und auch zu diesem Energiedialog, ja, versuchen wir eigentlich schon immer so ein bisschen das aktuelle Zeitgeschehen, was die Energie betrifft, mit einzubeziehen. Zum anderen natürlich auch Fragen, die wir in der Energieberatung erhalten haben. Und all das zusammengefasst ergibt dann im Grunde genommen Themen, die wir für die Energiedialoge ausarbeiten. Ja, und so ist letztendlich dieses Thema, die Hausbesitzer von Ein- und Zweifamilienhäusern, was ist dort speziell zu beachten, das Thema heute Abend. Bevor ich jetzt weitermache, möchte ich mich natürlich auch erstmal noch vorstellen. Wir haben jetzt so viel Organisatorisches gehabt, das habe ich jetzt natürlich noch vergessen. Also mein Name ist Michael Otto, arbeite hier bei den Stadtwerken im Bereich Energie, Dienstleistung und Erzeugung. Im Team nachhaltige Kundenlösungen und da beschäftigen wir uns unter anderem auch mit klimafreundlichen Heizsystemen, Planung von CO2-neutralen Wärmeversorgungssystemen und zum anderen bin ich für die Energieberatung hier im Haus zuständig. Ja, und das einfach noch mal ganz kurz zu meiner Person und dann würde ich sagen, steigen wir ein und ich stelle Ihnen erstmal vor, was wir heute im Detail eigentlich besprechen wollen. Also zuerst ganz kurz zum Reinkommen, die Ziele des GEG. Was waren eigentlich oder was sind die Ziele der Bundesregierung? Was steckt dahinter? Was ist Ziel und Zweck des GEGs? Dann gibt es ja, wir haben ja gesagt, wir beschäftigen uns heute ausschließlich mit Ein- und Zweifamilienhäusern. Was ist ab 01.01.2024 zu beachten betrifft? Neubau bzw. Bestandsgebäude. Dann kommt eigentlich immer die Frage, auch in der Vergangenheit, was wir in der Energieberatung sehr häufig hatten, wenn es ums neue GEG geht, wie ist das mit dieser 65%-Regel? Was beinhaltet das eigentlich? Wie soll das umgesetzt werden? Das heißt also, welche Möglichkeiten habe ich, auf diese 65% erneuerbarer Energienanteil zu kommen? Dann haben wir unterschiedliche Möglichkeiten, wie wir Erneuerbare nutzen können und es gibt halt unterschiedliche Möglichkeiten, Heiztechnik zu nutzen weiterhin und es gibt auch die Möglichkeit, in Hybridsystemen beide Systeme miteinander zu kombinieren und was muss ich ja letztendlich erfüllen oder welche Konstellation ist bei den Heiztechniken, erneuerbaren Techniken möglich, um die Anforderungen des GEG zu erfüllen und abschließend einfach nochmal das Förderprogramm. Ja, also passend zum Gebäudeenergiegesetz wird es zum 01.01.2024 auch eine neue Bundesförderung für effiziente Gebäude geben, die also schon anders aussieht wie das, was bisher noch an Förderprogramm aktiv ist. Aber da werde ich dann auch nochmal Details zu vorstellen. So, ganz kurz zum Gebäudeenergiegesetz. Was ist die Zielsetzung? Die Zielsetzung ist eigentlich zusammengefasst der Wechsel zu klimafreundlichen Heiztechniken. Ja, klimafreundliche Heizungen, das letztendlich das Ziel. Aktuell ist es einfach noch so, dass wir ca. 75% der Heizungen, die wir heute einsetzen, immer noch auf fossilen Energien basieren. Das heißt also sogar Gas-, Ölheizungen. Eine Zielsetzung der Bundesregierung ist halt, dass wir ab 2045 klimaneutral sein wollen. Und das bedingt ganz einfach, dass wir ja auf klimafreundlichere Heizsysteme umstellen müssen. Hier auch schon mal die Darstellung bezüglich 45% erneuerbarer Energien. Und dann gibt es hier noch ein Thema, was hier angeschnitten wird, die kommunale Wärmeplanung. Ja, das Gebäudeenergiegesetz zum 01.01.2024 aktiv und die kommunale, dieses Wärmeplanungsgesetz,
was die kommunale Wärmeplanung beinhaltet, auch zum 01.01.2024 aktiv. Und beide Gesetze sind schon relativ eng miteinander verwoben. Warum das so ist, kommen wir heute im Laufe dieses Vortrags immer wieder drauf. Das heißt also, wir werden dieses Thema immer wieder behandeln. Von daher lasse ich es jetzt einfach mal so stehen. Ja, also das im Grunde genommen der Hauptgrund oder die Zielsetzung, um halt die Klimaneutralität in 2045 gewährleisten zu können, der Umstieg auf erneuerbare Energien, auf klimafreundlichere Heiztechnik. Das ist das Thema Wärmeplanungsgesetz. Ich habe das eben gerade schon gesagt. Das wird also auch, das neue Wärmeplanungsgesetz wird zum 01.01.2024 in Kraft treten. Und was beinhaltet jetzt dieses Wärmeplanungsgesetz? Generell wird jede Kommune, jede Stadt, jede Gemeinde dazu verpflichtet, einen kommunalen Wärmeplan zu erstellen. Wann dieser kommunale Wärmeplan fertig sein muss, ist abhängig davon, wie groß, wie viele Einwohner die Städte haben. Ja, das heißt also, Städte über 100.000 Einwohner, deren kommunaler Wärmeplan muss spätestens am 30.06.2026 fertiggestellt sein. Kommunen unter oder Städte unter 100.000 Einwohner beziehungsweise auch kleinere Gemeinden müssen den Wärmeplan spätestens am 30.06.2028 als Stichtag fertiggestellt haben. Und immer dann, wenn dieser Wärmeplan für eine Stadt fertiggestellt ist und veröffentlicht, ab diesem Zeitpunkt gelten die Vorgaben des GEG für jede neu eingebaute Heizung. Ja, also das ist immer so dieser Stichtag, der Moment, ab dem dann die Anforderungen des GEG für jede neu eingebaute Heizung gilt. Was beinhaltet jetzt der kommunale Wärmeplan? Letztendlich wird eine Bestandsanalyse durchgeführt, eine Ist-Analyse meiner Stadt bezogen auf die Wärmeversorgung. Ja, hier in Jena zum Beispiel, wie sieht die Fernwärmeversorgung aus? In welchen Gebieten habe ich Gasversorgung? Wo liegt kein Gas an? All diese Kriterien werden in der Bestandsanalyse aufgenommen. Danach werden Maßnahmen entwickelt, das heißt also Wärmeversorgungskonzepte für die Region festgeschrieben und veröffentlicht. Und dieser Wärmeplan wird auch alle 5 Jahre fortgeschrieben. Ja, also das letztendlich die Inhalte dieses Wärmeplanungsgesetzes. Und wichtig ist einfach, zu dem Zeitpunkt, wo der Wärmeplan steht, wo die Wärmeversorgung auch festgelegt wurde und veröffentlicht wurde, ab diesem Zeitpunkt ist es so, dass sich jede neu eingebaute Heizung nach den GEG-Anforderungen dann einbauen muss. Und jetzt kommen wir nämlich zu einem Punkt, in Jena sind wir ja da schon wesentlich fortschrittlicher oder ambitionierter, so möchte ich mal sagen. Ja, also in Jena ist es ja so, dass die Wärmeplanung voraussichtlich zum 01.01.2024 beginnen soll und zum 31.12.2024 fertiggestellt sein soll. Und das würde bedeuten für uns in Jena, dass wir irgendwann Anfang 2025 die Anforderungen des GEG für jede neu eingebaute Heizung erfüllen müssen. Obwohl der Stichtag eigentlich für Städte größer 100.000 Einwohner erst 30. Juni 2026 wäre. Ja, das heißt also auch immer dann, wenn eine Kommune früher diesen Wärmeplan erstellt hat, Wärmeversorgungskonzepte festgelegt hat und die veröffentlicht hat, ab diesem Zeitpunkt muss ich die GEG-Anforderungen für neu eingebaute Heizungen erfüllen. Ja, hier steht auch nochmal für kleinere Gemeinden, ja, kleiner jetzt wie 10.000 Einwohner, die müssen jetzt natürlich nicht in dieser Art eine kommunale Wärmeplanung durchführen. Da gibt es ein vereinfachtes Verfahren, wie ich das dementsprechend erstellen kann.
So, und jetzt kommen wir zu Punkten. Jetzt gehen wir mal ein bisschen ins Detail. Was gilt denn jetzt eigentlich ab dem 1. Januar 2024? Wie ich es vorhin im Inhaltsverzeichnis schon beschrieben habe, unterscheiden wir ja einmal den Neubau und den Bestand. Für den Neubau ist zu sagen, also alle die, die einen Bauantrag vor dem oder ab dem 01.01.2024 erstellt haben, für die gilt von Anfang an die Umsetzung des GEG oder die Anforderungen des GEG. Das heißt also eine Heiztechnik mit mindestens 65% erneuerbarem Energienanteil muss dort umgesetzt sein. Das gilt für Neubauten in Neubaugebieten, um es jetzt detailliert zu beschreiben. Gut, jetzt wird der ein oder andere sagen, jo, wo sollte ich ansonsten einen Neubau finden? Ja, aber es ist so, Neubauten in Neubaugebieten haben also ab dem 1. Januar 2024 die Anforderungen an die Heiztechnik dementsprechend nach GEG zu erfüllen. Außerhalb von Neubaugebieten, das gibt es also hier in Jena ja auch das ein oder andere Mal, also hier Rudolstädter Straße runter oder auch Karlasche Straße, ist es ja so, dass es Neubauten gibt, die Baulücken ausfüllen, ja, die also nicht in Neubaugebieten gebaut sind. Da gelten also andere Anforderungen. Warum ist das so? Ich habe eben gerade schon gesagt, die Wärmeplanung oder dieses Wärmeplanungsgesetz gibt für Jena, jetzt bleiben wir einfach mal beim Beispiel Jena, vor, wie wird die zukünftige Wärmeversorgung, die Energieversorgung in Jena aussehen? Und das könnte jetzt zum Beispiel das Gebiet, was aus lauter Bestandsgebäuden besteht, wo ich jetzt diesen Neubau in der Baulücke installiert habe, für dieses Bau oder für diesen Bereich könnte es jetzt zum Beispiel eine bestimmte Planung geben, die dort vorgesehen ist. Und von daher ist es dann auch so, dass dieser Neubau natürlich auch abhängt von der Investitionsentscheidung, was wird zukünftig in diesem Bereich passieren. Ja, also Neubauten, die Baulücken schließen, die also in einem Bereich stehen oder gebaut worden sind, wo ansonsten nur Bestandsgebäude bestehen, die haben die Anforderungen genauso wie die Bestandsgebäude drumherum zu erfüllen. Alle Neubauten in Neubaugebieten müssen die Anforderungen des GEG ab 01.01.2024 nutzen. Wie sieht es im Bestand aus? Beim Heiz- oder im Bestand ist es letztendlich so, wenn Sie eine funktionierende Heizung im Haus installiert haben, die Heizung läuft, dann gibt es also keine Anforderung, diese Heizung zum 01.01.2024 zu tauschen. Ja, die Heizung kann im Grunde genommen, wenn sie vor dem 01.01.2024 installiert worden ist, kann sie eigentlich bis spätestens um 30.12. oder 31.12.2044 in Betrieb bleiben, weil ab 01.01.45 ist es so, dass keinerlei fossile Energieträger mehr zum Heizen eingesetzt werden dürfen. Ja, also wenn meine Heizung funktioniert, gibt es also für mich in einem Bestandsgebäude keinen Grund, die Heizung zu tauschen. Das kann man jetzt erstmal so formulieren. Ist die Heizung kaputt und es besteht die Möglichkeit, dass ich die alte Heizung, die ich installiert habe, reparieren kann, dann kann ich die Heizung reparieren und weiterhin im Betrieb halten, wie ich das eben schon bei der Heizung vorher berichtet habe. Ist es so, dass die Heizung kaputt geht und sie lässt sich nicht mehr reparieren, dann habe ich die Möglichkeit bis oder im Rahmen einer Übergangsfrist. Und diese Übergangsfrist bedeutet den Zeitpunkt, ab dem die kommunale Wärmeplanung für den Ort steht. Ja, vom Ausfall der Heizung bis zu dem Zeitpunkt,
wo die kommunale Wärmeplanung fertiggestellt ist und veröffentlicht ist. Bis zu dem Zeitpunkt habe ich die Möglichkeit, wenn jetzt die Heizung kaputt ist, gibt es also die Möglichkeit, sogenannte Leihgeräte zu installieren. Gut, ich habe es bisher noch nicht erlebt, dass irgendwo Leihgeräte verbaut worden sind, ja, aber möglicherweise gibt es das. Aber diese Möglichkeit, diese Option wird also freigestellt. Ja, also sogenannte Leihgeräte dort einzubauen, bis zu dem Zeitpunkt, wo die kommunale Wärmeplanung fertiggestellt ist und ich bestimmte Optionen für mein Wohngebiet möglicherweise erhalte. Ja, in Jena vielleicht wird die Fernwärme ausgebaut. Möglicherweise gibt es Bereiche, wo dezentrale Wärmenetze entwickelt werden sollen. Möglicherweise ist es aber auch so, dass gar nichts als Option ansteht und ich mir meine eigenen Gedanken machen muss, jetzt die GEG-Anforderungen zu erfüllen. Ja, also ist die Heizung kaputt, lässt sie sich reparieren, ist es genau wie eben im Beispiel 1, dann kann die Heizung betrieben werden, bis sie komplett ausfällt. Ist sie kaputt, lässt sich nicht mehr reparieren, besteht die Möglichkeit, ein Leihgerät zu installieren, bis zu dem Zeitpunkt, wo über die kommunale Wärmeplanung festgelegt wird, wie eine Versorgung in meinem Wohngebiet zukünftig aussieht. Deswegen ist dann auch die Frage, ja, also dieses Leihgerät. Wie gesagt, ich habe es also bisher noch nirgendwo gesehen. Ich habe also auch mich mit dem einen oder anderen Heizungsbauer unterhalten. Weiß ich jetzt nicht, wie realistisch so eine Option ist. Deswegen wird es möglicherweise auch in diesem Fall immer schon notwendig sein zu sagen, okay, die Heizung ist kaputt. Ich muss mir jetzt einfach was überlegen, wie ich zukünftig mit meiner Heiztechnik, die ich installiert habe, die GEG-Anforderungen erfüllen kann. Ja, so eine kommunale Wärmeplanung vielleicht nochmal speziell. Wenn die also erstellt ist, was ich eben gerade gesagt habe, und es gibt bestimmte Optionen für mein Wohngebiet, das bedeutet nicht automatisch, dass ich an diese Optionen, die mir dort vorgegeben sind, gebunden bin. Ja, sollte es also so sein, dass die Fernwärme ausgebaut wird, zum Beispiel, ja, oder ein Wärmenetz geplant ist, habe ich es trotzdem frei zu sagen, nee, ich baue mir eine Wärmepumpe ein. Ja, ich bin also nicht verpflichtet, diese Option zu wählen. Ich bin dort frei in meiner Entscheidung. So, wir haben jetzt von 65% Erneuerbaren gesprochen und jetzt wollen wir einfach mal die Optionen, die ich dort habe, welche Art von Erneuerbaren kann ich nutzen? Was wird mir als Option zur Verfügung gestellt? Das ist dieses bunte Sträußchen an Möglichkeiten, die ich nutzen kann. Ich gehe auch gleich nochmal im Detail auf die einzelnen unterschiedlichen Systeme ein. Das erste ist halt Solarthermie-Hybridheizung. Hybridheizung bedeutet immer, dass ich zwei unterschiedliche Erzeuger nutze, um meine Wärme, die ich benötige, bereitzustellen. Das könnte in dem Fall zum Beispiel sein, eine Solarthermieanlage, also eine Anlage, die warm Wasser bereitet, Kollektoren auf dem Dach, die warm Wasser bereiten. Und ich habe halt meine Gasbrennwertheizung, die ich noch installiert habe, die habe ich als zweites separates Heizsystem. Und die Kombi nutze ich jetzt dementsprechend als Solarthermie-Hybridanlage, um zukünftig meine Wärme für Raumheizung und Warmwasser zu nutzen. Solarthermieheizung, da wird es jetzt schon relativ schwierig. Es gibt einige Beispiele, die solche Solarthermieheizungen einsetzen, aber ich sage einfach mal vom Aufwand und von der Investition her schon relativ umfangreich. Ja, Solarthermieheizung bedeutet einfach, ich habe kein zweites Heizsystem, sondern ich nehme die Beheizung meines Gebäudes komplett,
nicht nur die Beheizung, sondern auch die Warmwasserbereitung über eine Solarthermieanlage vor. Und das bedingt in der Regel, ist der Bau eines solchen Gebäudes, dass eigentlich erst der Pufferspeicher gebaut wird und dann wird das Haus drumherum gebaut. Ja, wir sprechen hier von Pufferspeichern, die so um die 25, zwischen 20 bis 30 Kubikmeter Inhalt haben. Und über meine Solarthermieanlage, die natürlich dann dementsprechend auch die Größe haben muss, wird jetzt Wärme in diesem Pufferspeicher gepuffert. Und diese Wärme dient dann einfach zur Beheizung und zur Warmwasserbereitung in meinem Gebäude. Das heißt also, ich muss diese Wärme auch relativ lang speichern können. Ja? Das bedingt also auch eine sehr starke Dämmung dieses Speichers. Deswegen ist der Aufwand relativ groß. Es gibt sicherlich Beispiele für Solarthermieheizung, kann man sich einfach mal anschauen, aber es ist schon sehr speziell. Wärmepumpe. Gut, Wärmepumpe ist ein Thema, was wir, das hätte ich vielleicht auch einfach noch am Anfang sagen können, dieser Energiedialog mit dem Gebäudeenergiegesetz ist ja so der Einstieg, ich sag mal, in so eine Vortragsreihe, die wir geplant haben. Jetzt kurz hintereinander sollen dann einfach noch Themen zu diesem Energiedialog ergänzt werden. Das heißt also, wir werden jetzt relativ zeitnah und dann auch in kürzeren Abständen das Thema PV und Speicher, Wärmepumpe und Elektromobilität wird noch ein Thema sein, behandeln. Ja, aber das Thema Wärmepumpe gibt es in unterschiedlichen Varianten. Es gibt halt die Wärmepumpen, die sehr häufig in Neubauten eingesetzt werden, sogenannte Luft-Wasser-Wärmepumpen. Es gibt die Wärmepumpen, die Erdwärme nutzen, das heißt also über Erdsonde, Erdkollektor oder Grundwasser-Wärmepumpen. Wir werden nachher die einzelnen Beispiele, die ich einsetzen kann, nochmal darstellen. Stromdirektheizung, auch das ist eine Option im GEG, auch wenn es jetzt relativ anal klingt. Ja, aber auch das wäre also möglich. Allerdings ist hier zu sagen, so eine Stromdirektheizung ist also nur in den Gebäuden möglich, die vom Energiebedarf oder vom Wärmebedarf nochmal wesentlich weniger verbrauchen wie ein Neubau. Ja, ich weiß nicht, wem zum Beispiel Effizienzhäuser was sagen. Also dieser Effizienzhausstandard 40 wird dort eigentlich immer vorgegeben. Sollte mein Gebäude über einen solchen Standard verfügen, hätte ich also auch die Möglichkeit mit Stromdirektheizung mein Gebäude mit Wärme zu versorgen. Weil da sagt man einfach, die Gebäude sind vom Energiebedarf so gering, dass es eigentlich kaum Sinn macht, dort irgendwo eine wassergeführte Heizung zu installieren. Da habe ich die Möglichkeit, mit Stromdirektheizung genauso effizient zu arbeiten. Wärmenetze habe ich beschrieben. Ja, könnte also ein Ergebnis in der kommunalen Wärmeplanung sein, dass wir bestimmte Gebiete hier in Jena dezentrale Wärmenetze entwickeln. Und dieser Anschluss, ich sage mal, wenn ich die Möglichkeit habe, sei es jetzt die Erweiterung von Fernwärme oder auch der Anschluss an ein Wärmenetz, ist eigentlich vom Komfort her eigentlich die einfachste Variante, die Anforderungen des GEG zu erfüllen. Ja, muss man einfach sagen, im Grunde genommen habe ich eine Hausanschluss- oder Hausübergabestation, über die dann mein Gebäude an ein Wärmenetz angeschlossen wird. Es ist keine Heiztechnik mehr vonnöten. Von daher eine relativ komfortable Lösung, wenn ich die Option habe, mich an ein solches Wärmenetz anschließen zu lassen. Hybridheizung, auch ein interessantes Thema für Gebäude, für Bestandsgebäude, wo ich dann möglicherweise überlege, passt eine Wärmepumpe alleine in mein Haus rein, reicht die Wärmepumpe aus, dass ich es im Winter dann auch wirklich warm bekomme und mein Warmwasser auch noch erzeuge. Mit so einem Hybridsystem, wie wir es vorhin schon gesagt haben, Hybrid, wieder zwei unabhängige Systeme, die mich ja, in der Wärmeerzeugung auch ein bisschen freier, unabhängiger arbeiten lassen. Hier wäre es jetzt zum Beispiel so, ich habe in meinem Haus auch wieder das Beispiel Gasbrennwertgerät. Und ich überlege jetzt, okay, ich will mich mit einer Wärmepumpe oder ich will es um eine Wärmepumpe zum Beispiel erweitern. Dann würde ich in dem Fall die Wärmepumpe parallel zu dem Gasbrennwertkessel installieren.
Und dann habe ich die Möglichkeit, über die Wärmepumpe die Grundlast meines Gebäudes zu decken. Und nur an Tagen, wo es dann halt besonders kalt wird, wäre es dann so, dass das Gasbrennwertgerät zuheizen würde. Ja, also wieder zwei unabhängige Systeme, mit denen ich die Wärme dann bereitstellen kann. Und Biomasseheizung, hier geht es letztendlich um Pelletkessel, Stückholzkessel, Scheitholzvergaserkessel, Holzhackschnitzel. Auch das sind Systeme, die auch in Neubauten zu nutzen sind. Gehen wir mal auf die Systeme kurz ein. Ich möchte jetzt gar nicht zu stark mich auf die Technik konzentrieren. Das wird also, wie gesagt, Thema sein der nächsten Energiedialoge, die wir anbieten. Hier möchte ich jetzt im Grunde genommen einfach mal darstellen, wie sieht so eine Technik aus und was wir jetzt auch noch mal besprechen müssen, wo wir also jetzt noch mal ein bisschen mehr ins Detail gehen, weil ich vorhin gesagt habe, Sie können so eine neu gebaute Heizung oder ein Gasbrennwertgerät als neue Heizung in einem Gebäude installieren. Sie müssen aber trotzdem bestimmte Anforderungen erfüllen, damit Sie im Gesamtsystem wiederum die GEG-Anforderungen erfüllen. Also, vielleicht erstmal zu den beiden Systemen. Das ist also eine relativ kleine Kollektoranlage auf dem Dach mit einem Speicher und meiner Zusatzheizung. Das könnte jetzt also mein bestehender Gasbrennwertkessel sein, dieser neue Pufferspeicher oder dieser Solarspeicher, und die Module sind in Kombination, in Abstimmung bei so einer Solarthermieanlage dann oder werden dort dann installiert. Das wäre also eine Anlage mit relativ kleinen Kollektor, in der Regel mit einem 300-400 Liter Pufferspeicher, eine Solarthermieanlage zur reinen Warmwasserbereitung. Ja, über so eine Anlage würde ich also rein mein Wasser, was ich zum Duschen, zum Waschen nutze, erwärmen, keine Heizung. Und dann gibt es halt Kollektoranlagen, Solarthermieanlagen, die auch zur Heizungsunterstützung dienen. Hier ist einfach der Kollektor dementsprechend größer. Ja, in der Regel ist auch der Pufferspeicher dann dementsprechend größer. Und so eine Anlage dient dann halt nicht nur zur Warmwasserbereitung, sondern auch zur Heizungsunterstützung. Ja, und immer dann, wenn hier jetzt zum Beispiel nicht genügend Wärme für mein Warmwasser enthalten ist, beziehungsweise hier nicht genügend Wärme, um die Heizung jetzt auch noch abzudecken, immer dann würde mein zweites System, dieser Gasbrennwertkessel, jetzt hier zum Beispiel anspringen und immer den Bereitschaftsteil des Speichers auf Temperatur bringen, die ich benötige. Was ist ein grünes PTG? Power to Gas, das würde jetzt also grüner Wasserstoff, wäre jetzt hier eine Option. Ja, jetzt kommen wir nämlich zu dem Punkt, was hier unten steht. Im GEG ist vorgegeben, pro Quadratmeter Nutzfläche in einem Gebäude wird davon ausgegangen, dass ich 0,07 Quadratmeter Aperturfläche nutze. Ja, Aperturfläche bedeutet bei einem Solarkollektor wirklich die Fläche, die verglast ist, wo die Sonne direkt auf den Absorber fällt. Pro Quadratmeter Nutzfläche wird vom GEG 0,07 Quadratmeter Aperturfläche vorgegeben. Das würde jetzt letztendlich mal bedeuten, ein Beispiel, wir haben ein Einfamilienhaus mit 150 Quadratmeter Nutzfläche, wären das 10,5 Quadratmeter Aperturfläche Kollektor. Ja? Um aber die Anforderungen des Gebäudeenergiegesetzes an diese 65%-Regel, also anzupassen oder diese Anforderungen zu erfüllen, ist zum Beispiel bei einem Solar-Hybrid-System Gasbrennwert mit einer solaren Trinkwassererwärmung, ja, also eine kleine Kollektoranlage, die diese Anforderungen mit diesen 0,07 Quadratmeter Aperturfläche nicht erreicht. Hier ist es im Grunde genommen so, dass ca. 60% dessen, was ich in diesem Gasbrennwertgerät dann verheize, ein Anteil von 60% Biomethan bzw. grünes PTG, was ich gesagt habe, Power to Gas, grüner Wasserstoff,
als Option mitgenutzt werden muss. Das bedeutet, bei so einer kleineren Anlage ist es einfach so, dass ich 60% Biomethan dementsprechend noch benötige, um die Anforderungen im Gesamt des Gebäudeenergiegesetzes zu erreichen. Das muss, je nachdem, was für eine Anlage ich installiere, natürlich eigentlich im Detail dann immer berechnet werden. Ja? Bei einem Gasbrennwertgerät mit einer solaren Heizungsunterstützung, wo also die Kollektorfläche schon wesentlich größer ist, wäre es so, dass ich dort über die Solarthermieanlage schon viel an erneuerbaren Energien nutze und dementsprechend halt der Anteil Biomethan beim Gasbrennwertgerät reduziert wäre. Ja, das zum Thema Wärmepumpen. Ja, ich hatte ja gesagt, wir werden während des Vortrags für die Wärmepumpen dort auch nochmal im Detail drauf zu sprechen kommen. Das sind letztendlich die Techniken, die ich heute für Wärmepumpen einsetze. Sehr häufig eigentlich genutzt, weil einfach zu realisieren im Neubau sogenannte Luft-Wasser-Wärmepumpen. Bei Bestandsgebäuden ist es halt schon immer im Vorfeld zu untersuchen, ob so eine Wärmepumpe in einem Bestandsgebäude oder diese Luft-Wasser-Wärmepumpe im Bestandsgebäude alleinig ausreicht, um mir meinen Wärmebedarf abzudecken. Ja? Deswegen ist es so, wenn wir bei den Stadtwerken Wärmepumpen, wir werden es perspektivisch ja auch anbieten, den Verkauf von Wärmepumpen. Bei uns wird es halt immer so sein, dass es im Vorfeld eine Vor-Ort-Beratung gibt oder ein Vor-Ort-Check gibt, wo wir einfach schauen, ist das Gebäude ja, in der Lage, über eine Luft-Wasser-Wärmepumpe zum Beispiel jetzt ausreichend mit Wärme versorgt zu werden. Es gibt dann aber auch die Varianten Erdkollektor, ja, wo also wie eine Art Fußbodenheizung im Garten verlegt wird und über diese Verlegung, diese Kunststoffrohre, die hier durch den Garten gehen, wird dem Erdreich kontinuierlich Wärme entzogen. Und die reicht dann aus, um über die Wärmepumpe ein Temperaturniveau zu erreichen, was also auch in Bestandsgebäuden ausreicht, um Wärme ganzjährig zur Verfügung zu stellen. Das ist allerdings eine Option, die jetzt für, ich sage es mal so, in Bestandsgebäuden, die jetzt vielleicht auch noch einen wunderschönen Garten haben mit Obstbaumbestand, keinen Sinn machen würde. Ja, also circa das anderthalbfache der beheizten Wohnfläche benötige ich als Kollektorfläche und diese wird in der Regel 1,20 Meter bis 1,50 Meter tief verlegt. Ja, also das ist eigentlich was für Neubau oder wenn ich jetzt ein Bestandsgebäude kaufe und will halt den Garten komplett umgestalten, dann wäre das vielleicht eine Option. Es gibt die Möglichkeit, Grundwasser zu nutzen. Ja, über einen sogenannten Entnahmebrunnen wird Grundwasser entnommen, durch die Wärmepumpe geleitet und in einem Schluckbrunnen dann dem Erdreich wieder zugeführt. Auch das reicht ganzjährig aus, um über dieses Grundwasser der Wärmepumpe eine Temperatur bereitzustellen, die dann ausreicht, um mein Gebäude dementsprechend mit Wärme zu versorgen. Das ist die Option, ich sage mal, wenn wir über Wärmepumpen bei uns in Beratungsgesprächen oder wenn wir Interessenten zu Beratungsgesprächen hier haben, das ist eigentlich die Option, die im Ergebnis eigentlich am häufigsten umgesetzt wird. Sogenannte Erdsonden. Und es gibt eine Bohrung und in diese Bohrung wird ja, ein Kunststoffrohr gelegt. Ja, das ist hier unten dann gebogen und geht hier wieder zur Wärmepumpe zurück. Und hier zirkuliert halt auch eine Sohle, die kontinuierlich dem Erdreich Wärme entzieht. Was jetzt ganz entscheidend ist für die Investition, ist natürlich, wie viel Wärme kann ich dem Erdreich entziehen in diesem Bereich? Ja? Es gibt also auch eine schöne Internetseite hier in Thüringen. Ich habe es jetzt allerdings nicht im Kopf, wie die, es ist also vom Bergbauamt, irgend sowas war es. Würden wir dann also auch beim Thema Wärmepumpen mal besprechen. Da kann man also, ja, ich sage mal, flurstückweise
wirklich ja, seinen Bereich einfach mal eingeben und dann findet man Informationen darüber, wie viel Watt Wärme pro Meter Bohrtiefe kann ich in diesem Bereich dem Erdreich entziehen. Ja, und jetzt ist es schon so, ich hatte ja vorhin auch gesagt, dass wir uns mit CO2-neutralen Wärmekonzepten beschäftigen und jetzt hängt es natürlich ganz entscheidend davon ab, wie hoch ist der Wärmebedarf in so einem Objekt. Und dann kann es halt durchaus möglich sein, dass ich nicht nur eine Bohrung von 50 bis 80 Metern setze, sondern dass es durchaus 8 bis 20 Bohrungen sein können. Und das ist natürlich ganz entscheidend für die Investition. So, was aber ein ganz wichtiger Punkt ist, elektrische Wärmepumpen erfüllen immer die Anforderungen des GEG. Ja, in dem Augenblick, wo ich eine elektrische Wärmepumpe einsetze, habe ich die Anforderungen des Gebäudeenergiegesetzes erfüllt. Das hatte ich vorhin angesprochen. Ja, elektrische oder Stromdirektheizung. Das können jetzt zum Beispiel diese Heizkörper sein, die ich dann auch ganz normal in meine Steckdose einstecke, ist also relativ schnell nachgerüstet. Beziehungsweise gibt es ja diese Infrarot-Heizkörper. Ja, die kann man als Spiegel, die kann man als dekoratives Bild, die kann man jetzt auch als weiße Fläche irgendwo an die Wand hängen. Und damit habe ich auch die Möglichkeit, mein Gebäude zu beheizen. Allerdings, das ist nur möglich, wenn mein Gebäude vom Standard her, vom Wärme oder vom Wärmeschutz her dementsprechend gut aufgestellt ist. Ich hatte es vorhin schon mal angesprochen, hier wird eigentlich der Effizienzhaus 40 Standard so als Vorgabe genutzt. Sollte das oder sollte mein Gebäude diesen Standard erreichen, dann habe ich halt die Option auch mit Stromdirektheizung mein Gebäude zu beheizen. Ja, einfach weil ich vom Wärmeschutz her von der Luftdichtigkeit so optimiert bin in dem Gebäude, dass mein Wärmebedarf, die Wärmeverluste so gering sind, dass so eine elektrische Stromdirektheizung dort ohne Probleme eingesetzt werden kann. Das wäre jetzt das Thema Wärmenetz. Ja, auch damit beschäftigen wir uns, auch jetzt schon, auch in den letzten Jahren schon, ja, dass wir also sogenannte Wärmenetze für größere Wohnobjekte, für ja, Neubaugebiete entwickeln, die so aussehen können, wie das hier dargestellt ist. Hier ist es also jetzt wirklich so, auch für Neubaugebiete und eine durchaus realistische Option, einen sogenannten Erdkollektor als Wärmequelle zu nutzen. Ja, wir haben also ein Neubaugebiet, wo wir eine Grobplanung entwickelt haben, wo der ja, Erdkollektor eine Fläche von ca. 7.000 bis 8.000 Quadratmeter hat, in dem also dieser Erdkollektor verlegt wird und wir über ein, ja, ein sogenanntes kaltes Nahwärmenetz, das heißt also ein kaltes Nahwärmenetz hier aus dem Erdkollektor heraus, fahren wir also mit niedrigen Vorlauftemperaturen in die jeweiligen Häuser und in diesen Häusern sind nochmal dezentrale Wärmepumpen installiert, mit denen wir dann dieses geringe Temperaturniveau, was wir im Vorlauf in diesem Wärmenetz haben, dann nochmal auf ein höheres Temperaturniveau bringen, mit denen wir dann im Neubau hatten wir jetzt ein Beispiel, Bestandsgebäude müssten dann dementsprechend angepasst werden, wo wir dann aber so eine Wärmeversorgung realisieren können. Ja, und es müssen auch nicht immer kalte Nahwärmenetze sein, das ist jetzt einfach mal ein Beispiel für eine solche Option. Ja, und ich hatte es schon angesprochen, das ist natürlich, wenn für einen Wohnbereich oder ein Wohngebiet, wo ich mit meinem Bestandsgebäude wohne, eine solche Option angeboten wird, dann ist das natürlich eigentlich die komfortabelste Lösung, mich dort an so ein Wärmenetz anschließen zu lassen. Ja? Ich habe also keine eigene Heiztechnik mehr im Haus. Ich kann meine ganz normalen Heizkörper im Haus auch weiterhin nutzen. Ja, habe also eine Übergabestation, wo die Wärme aus dem Vorlauf des Wärmenetzes ans Haus übergeben wird und dementsprechend heize ich dann. Ja, also sollten solche Optionen
im Ergebnis der Wärmeplanung für Jena als Ergebnis rauskommen, wäre das durchaus. Und ich habe die Möglichkeit in meinem Bereich, sollte man diese Möglichkeit nutzen, wenn das angeboten wird. Das ist eine andere Art von Hybridsystem. Ich hatte es eben schon mal angesprochen. Hybrid, ja, zwei unterschiedliche Systeme. Wir hatten es vorhin auch bei der Solarthermieanlage als Beispiel. Hier wäre es jetzt so, was man ja in einem Bestandsgebäude durchaus als Lösung anbieten kann. Ich habe halt meine Gasbrennwerttherme als Beispiel und ich überlege aber jetzt trotzdem, mein Gebäude peu à peu auf erneuerbar umzustellen. In diesem Fall jetzt mit einer Wärmepumpe. Zu dieser Wärmepumpe würde auch dieser neue Pufferspeicher gehören. Ja, bei einer Wärmepumpe ist es einfach wichtig, dass ja, ich verhindere, dass so eine Wärmepumpe an, ausgeht, also taktet. Ja, deswegen wird bei einer Wärmepumpe immer passend zur Wärmepumpe eigentlich auch der Pufferspeicher mitgeliefert. Der soll letztendlich einfach dazu dienen, das System hydraulisch zu trennen und dementsprechend der Wärmepumpe Laufzeiten zur Verfügung zu stellen. Und diese Wärmepumpe würde auch immer die Grundlast meines Heizenergie- bzw. Warmwasser-Wärmebedarfs decken und nur zu Zeiten, wo die Wärmepumpe es nicht schafft, ausreichend Wärme zu produzieren, immer in diesem Fall würde dann meine bestehende Gasbrennwerttherme zuschalten. Ja, also ich bin dann relativ frei in dem, wie ich meine Wärme erzeuge. Von daher, gerade in Bestandsgebäuden, wo man sich jetzt nicht ganz sicher ist, funktioniert das mit einer Wärmepumpe alleine, wäre das möglicherweise eine Option. Die Zielsetzung sollte schon, wenn möglich, sein, dass ich, während ich dieses Hybridsystem nutze, mein Gebäude peu à peu optimiere, dass perspektivisch die Wärmepumpe allein die Wärmeversorgung des Gebäudes mit übernehmen kann. Das wäre eine Zielsetzung dort, wo es funktioniert. Eine andere Variante, wie Sie eben schon gesagt haben, ein Ergebnis der Wärmeplanung soll ja sein, wie wird denn die künftige Versorgungsstruktur in Jena aussehen? Wo sind Wärmenetze möglich? Wo soll eine Fernwärmeversorgung vielleicht erweitert werden? Oder wo wird es weiterhin kleinteilig individuelle Lösungen geben? Da ist es nachträglich auch möglich, weiter mit Gasbrennwertgeräten zu arbeiten. Nur diese Brennwertgeräte müssen zukünftig mit 65% erneuerbarem Anteil versorgt werden. Und das wäre in diesem Fall mit Biogas. Ja, also das wäre auch möglich. Das eine Variante, die, wo ich gesagt habe, auch das ist möglich, ja, sogenannte Holzheizung. Ob das jetzt eine Pelletheizung ist, wie in diesem Beispiel, oder ja, Schaltholzvergaserkessel, Holzhackschnitzelfeuerung, auch das ist eine Option, die ich laut Gebäudeenergiegesetz in meinen Gebäuden nutzen kann. Ja, hier gibt es keinerlei weitere Anforderungen. Feste Biomasse, Kessel, Holzhackschnitzel, Pellets, Scheitholz erfüllen laut GEG die Anforderungen. So, ein Thema. Tut mir leid, das ist, wir kriegen es nicht größer, ne? Schlecht zu erkennen. Also können die hinten sitzen, gar nicht erkennen. Ja? Gut, okay, dann. Ich erläutere einfach so ein bisschen was dazu. Ja, also das ist die aktuelle Bundesförderung für effiziente Gebäude, wie sie sich im Moment noch darstellt. Ja? Gilt noch bis zum 31.12. diesen Jahres. Ab nächsten Jahr wird es ein neues BEG geben. Und ich sage mal, wir haben jetzt hier Förderungen an die Gebäudehülle, beziehungsweise an die Anlagentechnik, Gebäudehülle, also die Dämmung von Außenwänden zum Beispiel, neue Türen, neue Fenster,
die ich installiere, werden im Grunde genommen immer mit 15% Investitionszuschuss gefördert. Dann gibt es hier nochmal ISFP-Bonus, das ist der individuelle Sanierungsfahrplan-Bonus. Das heißt also, wenn Sie, bevor Sie diesen Förderantrag stellen, über zertifizierte Energieberater, so eine Energieberatung für Wohngebäude durchgeführt haben, die ja als Ergebnis, ich bezeichne es jetzt mal so ein Energiekonzept, als Ergebnis haben. Ja, hier wird ja auch der Ist-Zustand des Gebäudes analysiert. Es werden unterschiedliche Maßnahmenpakete entwickelt. Es werden Investitionsrechnungen durchgeführt. Es gibt eine Amortisation. Wann haben sich die unterschiedlichen Maßnahmen gerechnet? All das ist Inhalt eines Energiekonzepts, was auf dieser Beratung für Wohngebäude basiert. Und ich habe die Option, mir ein Konzept an die Hand geben zu lassen. Die andere Option wäre ein sogenannter individueller Sanierungsfahrplan. Über einen längeren Zeitraum bestimmte Investitionen, die sinnvoll sind, aufeinander abgestimmt. Das ist der Inhalt eines individuellen Sanierungsfahrplans. Und kann ich den bei der Förderantragstellung vorweisen, gibt es nochmal 5% auf den Investitionszuschuss dazu. Das bedeutet, die maximale Förderhöhe wären hier 20%. Ich beschränke mich jetzt mal hier auf die Heizungstechnik. Das heißt also Solarkollektoranlagen. Ob das jetzt zur Warmwasserbereitung oder zur Heizungsunterstützung ist. Die werden mit 25% gefördert. Werden die im Rahmen eines Heizungstausches mit installiert? Das heißt also, verfügen Sie jetzt über eine Gasbrennwerttherme, die älter ist wie 20 Jahre, aber noch funktioniert. Und Sie entscheiden sich, diese Anlage zu tauschen, dann würde es im Rahmen, wenn Sie jetzt eine neue Gasheizung installieren und die Kollektoranlage mit installieren, nochmal zusätzlich 10% an Zusatz geben. Und so, diese Zusätze haben wir hier eigentlich im Grunde genommen, egal welche Heizung ich installiere, ob das jetzt Biomasse, Wärmepumpe ist, überall habe ich die 10%, die ich dementsprechend nochmal dazu bekomme. Bei der Wärmepumpe ist es so, dass es nochmal einen Wärmepumpenbonus gibt und diesen Wärmepumpenbonus gibt es immer dann, wenn ich keine Luft-Wasser-Wärmepumpe nutze. Das heißt also, wenn ich eine Wärmepumpe nutze, die Erdwärme nutzt, dann gibt es nochmal 5% an Bonus dazu, sodass ich auf einen Gesamtinvestitionszuschuss bei der Wärmepumpe von 40% kommen kann. Ja, Anschluss an ein Gebäudenetz, Anschluss an ein Wärmenetz wird auch dementsprechend gefördert mit einer maximalen Summe von 35% bzw. 40% Investitionszuschuss. Allerdings muss man sagen, also bei diesem Förderprogramm und so wie ich jetzt die Antragstellung kenne, wird es also für den Teilnehmerkreis, wenn Sie jetzt nicht schon eine Förderung gestellt haben, eigentlich schlecht aussehen, da jetzt noch so eine Förderung zu bekommen. Das heißt also, hier wird es dann eigentlich eher um dieses neue Förderprogramm gehen. Ja, die genaue Förderrichtlinie ist noch gar nicht verabschiedet. Ja, aber dieses Förderprogramm wird, so ist die Planung, auch zum 01.01.2024 dann in Kraft treten. Also, hier ist es jetzt so, dass es sich hierbei auch um Investitionszuschüsse handelt. Das heißt also, 30% Grundförderung stehen jedem zu. Ob das jetzt der private Hausbesitzer ist, ob das Contractingnehmer sind, ob das Vermieter sind, jedem stehen diese 30% Grundförderung zu. Und dann gibt es noch einen vom Einkommen abhängigen Einkommensbonus, ebenfalls von 30%. Ja, für selbstnutzende Eigentümer mit Haushaltsjahreseinkommen bis zu 40.000 Euro. Ja, hier würde es jetzt nochmal einen Bonus geben. Der Klimageschwindigkeitsbonus ist eigentlich ähnlich wie dieser Heizungstauschbonus, den wir eben schon in der Vorgängerfolie gesehen haben.
Haben Sie also ein Gasbrennwertgerät 20 Jahre und älter und dieses Gerät funktioniert und Sie wollen es vorab in eine neue Heizungstechnik tauschen, ja, dann haben Sie die Möglichkeit, bis 2028 gelten diese 20% Klimageschwindigkeitsbonus. Ab 2021 dann jedes Jahr 3% weniger. Ja, Wärmepumpenbonus auch nochmal bei Nutzung natürlicher Kältemittel vom Wasser, Abwasser, ähnlich wie wir es auch in der Vorgängerfolie hatten. Letztendlich sind auch unterschiedliche Förderungen miteinander kumulierbar. Das Ganze ist aber gedeckelt auf 70% maximale Förderung. Ja, so soll das Ganze ab 01.01.2024 aussehen. Ich habe schon gesagt, die neue Förderrichtlinie verabschiedet ist sie noch nicht. Ja, also das wäre so das Ergebnis, was es dort gäbe. Zu dem Geschwindigkeitsbonus dann in Verteilung erhöht wird auf 25%. Wenn Sie dann eine Alter machen. Das ist mir ehrlich gesagt. Das ist nur Stand vor 3 Wochen. Okay. Ist von 20-25% erhöht. Aber dann noch nicht veröffentlicht, jetzt ist das alles. Wie gesagt, die Förderrichtlinie verabschiedet ist sie noch nicht. Ja, und dementsprechend, letztendlich ist es einfach so, ob das jetzt 20% oder 25% sind, es wird einfach so sein, wenn ich mich bis 2028 zum Tausch meiner alten Heizung entschieden habe, habe ich die vollen 20%, danach wird sich dieser Bonus Jahr für Jahr um 3% reduzieren. Das heißt aber keiner, wie lange das jetzt alles gilt, was nächstes Mal beschlossen wird. Also da muss man ganz klar sagen, wir sprechen jetzt über das GEG 24, ja, 2024. Es ist aber schon geplant auch ein neues GEG 2025, was sich natürlich mit diesem neuen GEG dann wieder ändern wird. Oder ob das jetzt wirklich auch so kommt, ja, das lasse ich jetzt einfach mal so dahingestellt.